Herzlich willkommen zum 23. Webinar betreffend unseres CMS. Heute möchte ich Ihnen die Möglichkeiten mit dem Modul HTML-Apps zeigen. Zukünftig wird individueller HTML-Code nicht mehr über den Editor des Fließtextblocks eingefügt, sondern über den HTML-Block. Hier kann man dann den Code auch gleich auf W3C-Konformität überprüfen. Sowohl bei der Classic als auch bei der Business-Version hat man 5 Apps standardmäßig dabei. Braucht man mehr, muss man das Modul HTML-App online bestellen. Sobald man dieses Modul bestellt hat, steht einem auch die Möglichkeit des Einfügens von HTML-Code auch wieder über den Fließtext-Block zur Verfügung. Derzeit sind 3 Apps von uns vorgefertigt, und zwar Seite drucken, Schriftgrößenänderung und Seite vor bzw. Seite zurück. Um dies alles zu zeigen, gehe ich wieder auf die Demo-Seite Demo vor Partner, Websitebox.at und melde mich hier an. Als erstes möchte ich die Standard-App für Schriftgrößenveränderung herzeigen. Ich möchte die Schriftgrößenänderung in der Top-Unit einbauen, irgendwo hier in diesem Bereich. Somit muss ich jetzt in diesem Bereich mal eine App designen. Dafür wechsle ich in den Layout-Design-Modus und füge nun hier jetzt in der Top-Unit einen Design-Block dazu, wähle dazu jetzt HTML-App und beginne dieses App zu designen. Als erstes gehe ich in die allgemeinen Einstellungen und bezeichne jetzt diesen Block HTML-App Schriftgrößen. Änderung. So, Hintergrund lasse ich frei, da brauche ich keinen. Auch Rahmen vergebe ich jetzt hierfür keinen. Und beim Außenabstand spiele ich mich jetzt, damit ich eben ein wenig nach rechts komme. Ich gebe hier oben setze ich auf 0, unten gebe ich 10 als Abstand ein und von links weg gebe ich 740 Pixel ein, nach rechts setze ich auf 0 und somit hätte ich einmal die Grundeinstellungen der Positionierung. Und dann muss ich hier jetzt noch machen, ich will ja, dass diese Schriftgrößenveränderung auf jeder Seite angezeigt wird und somit sage ich jetzt vererben, ja. Gehe als nächstes in die normalen Einstellungen hinein, gebe hier die Schrift ein wenig größer auf 14 und ändere die Schriftfarbe auf einen Grünton, D0T182. Diesen Schriftton vergebe ich auch für Hyperlink-Einstellungen, das heißt, wenn in der App Links vorkommen, bekommen Sie diese Farbe und dieses Aussehen, das wir jetzt hier vergeben. Gebe als Schriftfarbe dieselbe ein wie oben. Dekoration will ich keine haben. Fett soll es auch nicht angezeigt werden. Beim Hovern wiederum diese Farbe und da hätte ich es jetzt gerne auf Fett gestellt. So, im Grunde genommen haben wir jetzt das Grunddesign dieser App einmal gemacht. Ich speichere das, gehe auf Änderungen übernehmen und schließe den Designmodus. So, nun geht man jetzt ähnlich weiter vor wie beim Teaser. Ich muss mir jetzt diese HTML-App erstellen. Dies erfolgt unter Tools
HTML-Verwaltung. Und hier lege ich mir jetzt alle HTML an, die ich verwenden will. Wähle einen Speicherort, sage einen neuen Ordner. Dieser Ordner ist die Schriftgrößenänderung. So, gehe auf den Ordner und sage jetzt eine neue HTML-App in diesem Ordner erstellen. Die Bezeichnung vergebe ich wieder. Schriftgrößenänderung. Das App-Design wähle ich jetzt die Schriftgrößenänderung. Bitte nicht durch diese hier verirren lassen, das sind durch mehrmaliges Anlegen Apps entstanden. Hier um diese geht es. Ich nehme die Schriftgrößenänderung und hier gibt es jetzt die Vorlagen, die ich vorher erwähnt habe. Ich nehme jetzt als erstes die Schriftgrößen verändern, gehe zum nächsten Schritt und hier jetzt sieht man bereits, das ist der HTML-Code für diese Schriftgrößenänderung, der von uns eben erstellt wurde und hier hineingestellt ist. Hier unten gibt es dann ein Feld Anzeigeoptionen. Da geht es darum, ob diese App, wenn sie jetzt vererbt ist, auf allen Seiten angezeigt wird oder auf allen mit Ausnahme der Startseite. Wäre jetzt in diesem Zusammenhang bei mir ein Blödsinn, wenn ich das sagen würde, mit Ausnahme der Startseite. Aber das ist speziell, wenn es um die Seite-Zurück-Funktion geht. Die brauche ich auf der Startseite nicht, dann hacke ich hier das an. So, ich habe im Grunde genommen jetzt dieses App erstellt und das sieht man jetzt, ich kann gleich einmal validieren lassen, ob dieser HTML-Code valide ist. In dem Fall ist es ein Blödsinn, von uns hineingestellt, ist sicher valide, aber werden das gleich ein bisschen später dann noch einmal sehen. Die App ist erstellt, schließe das und füge sie jetzt auf der Seite ein. Dazu gehe ich jetzt in die Top-Unit hinein und sage einen Block hinzufügen, wähle die App-Schriftgrößenänderung und sage danach einfügen. Wähle mir jetzt die App aus und speichere das ab. So, jetzt sehen wir bereits, hier haben wir Schriftgröße plus 1, Schriftgröße minus 1. Ich melde mich einmal kurz ab, sage Änderungen übernehmen, abmelden, wir löschen den Cache, damit kann ich Ihnen das jetzt dann vorführen. Hier sieht man jetzt Schriftgröße plus plus, Schriftgröße minus minus. Wenn Ihnen jetzt diese Optik, dass dies zweizeilig ist und die Schrift lautet Schriftgröße plus 1, Schriftgröße minus 1, nicht gefällt, dann muss man im Grunde genommen eben in den Code einsteigen und diesen abändern. Und das werde ich jetzt einmal versuchen auch, melde mich wieder an. Gehe dann in diesen Block hinein und sage den Block bearbeiten. Komme jetzt hier zum HTML-Code und da möchte ich jetzt statt das plus 1 gebe ich rein Schriftgröße plus plus. Dann soll der Zeilenumbruch auch nicht erscheinen. Also es soll in einer Zeile sein. Dann nehme ich hier noch, sonst habe ich die Schriftgröße doppelt drin. Nehmt auch hier den 1er weg und sagt dann Schriftgröße minus minus und gehe jetzt auf HTML-Befehl validieren. Das heißt, jetzt überprüft das System und das dauert immer ein bisschen, muss man sagen, ob dieser HTML-Code, den ich jetzt einfügen möchte, ob der W3C-konform ist. Wie gesagt, das dauert ein klein wenig. Und dann bekommen wir das Ergebnis, er ist valide oder er ist nicht valide. Wobei nicht heißt, dass ein Code, wenn er nicht valide ist, einen Defekt haben muss. Er ist nur eben im Grunde genommen nicht W3C-konform. Wir bekommen das Ergebnis, er ist okay. Ich sehe jetzt hier, ich mache da noch
einen Trennstrich hinein, den hätte ich auch gerne, aus optischen Gründen. So, speichere jetzt das ab. Wir sehen jetzt die Auswirkung. Wir haben die Schriftgrößenveränderung hier in einer Zeile mit dem Plus-Plus bzw. mit Minus. Vergrößern oder ich gehe auf die Minus und es wird kleiner. Also im Grunde genommen, wie gesagt, wir haben für die Schriftgrößenveränderung für Seite drucken und Seite vor und zurück gibt es Vorlagen im System. Dort können Sie selbst dann den Code, wenn Sie wollen, abändern, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Beziehungsweise können Sie natürlich auch selbst jetzt HTML-Apps erstellen. Und das möchte ich jetzt als nächstes noch einmal kurz zeigen, weil bei Seite zurück, Seite vor bzw. Seite drucken funktioniert es von der Logik her gleich wie jetzt bei dieser Schriftgrößenänderung. Darum möchte ich jetzt eine HTML-App selbst erstellen und dafür möchte ich den Routenplaner von Bing hernehmen. Gehe dafür jetzt auf die Seite www.bing.com/maps, gebe dann eine Zieladresse ein. Das ist in dem Fall, gebe ich einfach Hauptplatz 2, 20 Knittelfeld. Somit zoomt er mir jetzt einmal zu dieser Zieladresse hin. Dann sage ich als nächstes, gehe ich in den Punkt Directions für Routenplanung, habe jetzt hier die Zieladresse drinnen, gehe auf den Punkt Share, sprich Teilen, und habe jetzt hier bereits einen HTML-Code. Ich möchte diesen aber jetzt nicht so gleich hernehmen, sondern ich bearbeite den noch. Und das ist bei Bing recht nett, da kann man wirklich einiges vornehmen. Sage mal als erstes, ich hätte das Ding gerne größer. Dann hätte ich es gerne nicht als Landkarte, sondern ich möchte es als Satellitenbild sehen. Und dann geht es jetzt hier um diese drei Links. Ich möchte hier nur haben den Routenplaner, also Routenplanung starten. Somit nehme ich die Größe weg und das Bird's Eye View nehme ich weg. Und wenn man jetzt hier auf Code geht, habe ich den HTML-Code, den ich brauche. Den kopiere ich mir mal raus, stelle das aber auch hinunter, weil wir müssen jetzt erst diese App einmal designen und erstellen. Dazu muss ich jetzt wieder in den Design-Modus einsteigen. Gehe jetzt in die Content Unit, weil ich möchte im Textbereich einbauen, sage ein Block Design hinzufügen, wähle wieder HTML App, starte da wieder bei den allgemeinen Einstellungen und gebe dem den Namen Routenplaner. Den Hintergrund lasse ich, Rahmen brauche ich auch keinen und beim Außenabstand, da gebe ich jetzt wieder was ein. Wo soll der hin? Ich hätte gerne von oben einen Abstand von 13, unten nehmen wir 10, von links soll er 120 hereingehen und rechts sage ich gar nichts. So, Innenabstand, Breite, das lasse ich alles frei. Verehren brauche ich das jetzt auch nicht, weil den will ich ja nur auf dieser Seite eingefügt haben und nicht auf allen. Gehe jetzt unter die Einstellungen rein, lasse die Schrift hier gleich, die Größe, aber die Schriftfarbe ändere ich wieder ab wie vorhin. Und auch die Link-Einstellungen, wenn ein Link vorkommt, der soll meine Farben haben, die ich hier vergebe. Da sage ich noch, ich brauche keinen Effekt.
Und wenn ich drauf war, hätte ich diesen gerne fett. Somit haben wir jetzt hier wieder das Design für diese App erstellt. Sage Änderungen übernehmen und ich gehe jetzt wieder zurück in den Bearbeitungsmodus und lege unter Tools HTML Verwaltung eine weitere App an. Mache einen neuen Ordner, der heißt jetzt Routenplaner. Gebe auch der App den Namen Routenplaner. Als Vorlage nehme ich die App Routenplaner zur Hand. Ich brauche keine Vorlage, weil das machen wir jetzt selbst. Nächsten Schritt. Und im nächsten Schritt füge ich jetzt diesen HTML-Code, den wir hier kreiert haben, ein. Kopiere mir diesen da hinein und sage OK. Die App ist erstellt und jetzt kann ich sie im Fließtextbereich einfügen. Sage Block hinzufügen. Ich will die HTML-Routenplaner danach einfügen. Wähle jetzt auch den Routenplaner aus und füge ihn ein. Jetzt werden wir eines sehen. Ich habe, und das ist absichtlich auch der Fall gewesen, die Bezeichnung. Das ist aber jetzt keine nette Geschichte. Kopieren wir den noch einmal. Ich gehe hier hinein, bearbeite diese App. So. Lösche die hier mal raus. Ist jetzt natürlich auch wieder der Vorführeffekt. Sage Block hinzufügen, wähle die App. So, jetzt ist sie da. Das heißt, ich habe beim Kopieren irgendein Teil vorhin nicht markiert gehabt. Und jetzt ist, was ich vorhin gesagt habe, jetzt steht hier herunten Get Directions. Und das möchte ich natürlich auch auf Deutsch haben. Somit steige ich jetzt wieder in diesen Block ein, hole mir den HTML-Code her und suche mir, wo das steht. Das ist da, Get Directions. Und diesen Text ändere ich jetzt ab auf Routenplaner starten. Okay. Diese Änderung spricht sich jetzt sofort in der App durch. Und ich habe hier unten Routenplaner starten. Sage Änderungen übernehmen. Melde mich ab. Löschen. Und jetzt sieht man, wenn ich auf Routenplaner starten gehe, öffnet sich das Fenster von Bing, wo die Zieladresse von mir bereits eingegeben ist. Ich brauche nur die Startadresse eingeben und er berechnet die Route. Und was eben nett ist bei diesem Google auch, ich kann mich hier jetzt dann eben spielen, dass er die Vogelperspektive beständig ändert. Also im Grunde genommen ist der Routenplaner von Google zwar auch gut, aber der von Bing hat jetzt einige Elemente, wo man sich mehr spielen kann, mehr herumdesignen kann. So, im Großen und Ganzen, das war es jetzt schon für heute. Ich wollte Ihnen da jetzt nur mal zeigen, die Möglichkeiten mit den vorgefertigten HTML-Apps, die von uns zur Verfügung stehen und eben
das Einfügen von individuellen HTML-Apps. Herzlichen Dank für die Teilnahme und bis zum nächsten Webinar.